Ahoi und schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind mit dem Floß übergesetzt von der Vulkaninsel hier auf die große Insel. Und jetzt wollen wir mal darüber schippern. Mal gucken, ob die großen Sisi. Wale uns lassen. Schnapp dir noch was vom Grill? Ich repariere mal das Floß. Alles klar, kann ich dir irgendwas helfen? Ich brauche noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Holz oder so. Ich habe Holz und Leder ein bisschen. Moment, droppe ich Ja. dir. Diesen Danke. Stein. Danke, die brauche ich nicht. Als Anker. Es fehlt da irgendwas. Was braucht man denn für den Bau? Holz, Holz, Leder, Leder. Fasern. Relativ viele Fasern. Vielleicht darf man noch was. Mal gucken. Ich habe jetzt auch gar kein Equip mehr, also bis auf die Axt. Aber ist nicht so schlimm. Das ist es nicht. Also, wie viel Holz habe ich denn? Ich habe 68 Holz, Fasern habe ich 98, vielleicht Stroh, da habe ich nur 91. Alles relativ viel. Naja gut, das Floß ist ja auch ganz gut runtergerockt, ne? Ja. Ja, das ist ja ordentlich zerfetzt. Also viel Lebenspunkte sind da nicht mehr übrig. Nee. Das Biest. Das war aber witzig. Wir werden uns rächen. Erstmal versuchen wir einfach nur zu entkommen oder rüberzukommen. Dieser Schwobbi-Dick. Der Schmobby-Dick? Es fehlt immer noch was, aber es wird leider angezeigt, was. Warte mal, ich droppe dir einfach was. Ja, am besten auf dem Schiff, weil ich kann auch kaum was tragen. Ja, dann sagst du einfach was und ich cast so irgendwie ran. Jetzt kann es eigentlich nur noch Leder sein. Moment, dann. Repariert. Ah ja. Es heilt langsam. So. Das Bett noch heil? Das Bett repariere ich auch mal. Okay, so. Das Höschen ist auch schon wieder. Höschen ist auch Ich schon wieder da. hab noch was für dich. Gerade aus dem Schiffswrack. Santiagos Speer. Geil. Der ist viel stylischer. Haltbarkeit 40. Ist ein Metallspeer, den ich einfach mit dem Skin überall gezogen habe. Nice. Oh, das ist schon eine ganz schöne Harpune. Schmobby Dick, pass auf. Okay. Das, ja, das Bett ist noch in Ordnung. Ja, ich hab's dann nochmal repariert. So. So, was futtern? Irgendwie geht das Futter so schnell runter. Okay. Jetzt heißt es wieder, auf geht's. Ich halte nach Walen Ausschau. Wal, da bläst er. Ich glaube, ich sehe den gar nicht so schnell. Hier kann ich so ein bisschen unters Wasser spiekern. Aber wir müssen die Schiffe ja gestrandet sein. Das stimmt allerdings. Vielleicht haben wir ja Glück. So, hier sind nur Haie. Was ist denn das da? Was ist denn das dort? Das ist eine Pflanze. Okay, so viel dazu. Da ist er wieder. Er hat uns voll auf den Kieker. Er will uns nicht davonkommen lassen. Oh mein Gott. Dann nicht, ey. Wo ist er denn? Ich habe ihn gerade gar nicht gesehen unter Wasser. Wo
ist er? So, zum Glück, wir haben es geschafft. Aber wo ist er denn auf einmal hergekommen? Keine Ahnung. Wo ist er denn aus dem Nix? Hier vorne ist immer eine Rune, glaube ich. Hier ums Eck. Oder? Ja. Jetzt geht's den Lotus an den Kragen. Hm. Kommt her, ich habe die Runenpower. Und ich habe Santiagos Speer. Von den Sängern? Santiago. Ich weiß gar nicht, ich kenne gar nicht so viele Lieder. Kenne ich überhaupt irgendein Lied von denen? Irgendwas habe ich schon mal gehört. Heißen die Santiano oder Santiago? Santiago oder Santiano? Also, ich weiß es nicht. Santiago. Santiario? Ich glaube, die heißen Santiago. Das ist eine Mischung aus Santa Claus und Go, los geht's. Santa, let's go. Die Santiagos. Hallo, kommen wir hier irgendwo hoch? Ich glaube, auf der anderen Seite, oder? Oder hier? Kommen wir hier durch? Nein. Marek? Ja. Ich fürchte, wir müssen mal ein bisschen rumschippern. Müssen wir? Ich glaube schon. Wir kommen hier nicht hoch. Ein Problem, merkt das nächste. Tja, so ist es. Was hier unter Wasser so los ist. Wir bleiben in Küstennähe. Ganz am Rand. Da draußen lauern die Fieswale. Ich glaube, mein Speer macht da auch nicht sonderlich Eindruck. Oh oh. Ah ah. Das Wasser wird tiefer. Mhm. Die nächste Bucht. Wieder kein Hochkommen. Wo kommt man denn hier hoch? Ich glaube, wir sind genau falsch rumgeschippert. Ich glaube, man kommt auf der anderen Seite hoch. Hier wäre noch eine Rune. Aber egal. Nee, komm. Was? Echt jetzt? Brauchbar. Runenpower. Runenpower. Wenn man schon was geschenkt kriegt, soll man es auch annehmen. Eine geschenkte Rune. Schaut man nicht hinter die... Irgendwas. Hier! Ja, sieht's gut aus. Aber ich habe auch keine Base oder so gesehen, ne? So gut. Ja. Wir haben die Qual der Wahl. Hier sind noch so viele Plätze frei. Das ist echt schön. Erobert! Insel erobert! Hier steht was! Eine Hütte! Hier wohnt doch schon jemand. What? Hallo? Ist dies eine Bed-and-Breakfast-Pension? Nee. Dafür wäre es zu leer. Aber man kann rauskicken. Hm. Ist nicht viel drin. Aber wenn ihr mal wohnt, dann geht's nicht. Da hinten ist die verfluchte Insel. Das kleine Ding. Ist aber Struktur, nicht vom Spieler, oder? Nee, klar, das ist Struktur. Das habe ich so jetzt nicht so dazu gesagt. Also ich muss sagen, ich fand das da eigentlich gerade bei den beiden Wasserfällen auf der anderen Insel schon ganz schön. Also da, wo wir quasi angelandet sind. Und da könnte man jetzt höchstens noch sagen, hey, komm, wir schnappen uns mal zwei Landtiere und versuchen mal zu dieser Ruine hochzukommen.
Und dann entscheiden wir uns, wenn die frei sein sollte, sogar zwischen dem schönen Strand und der schönen Ruine. Ja, machen wir das so. Ich glaube, das kommt dir ganz entgegen, oder? Mhm. Okay, dann können wir eigentlich direkt wieder los. Mhm. Ich komme. Oh, hier ist ein Dodo. Aber wenn ihr zuguckt, ihr seht, hier ist noch so viel frei, die Performance ist gut, die Leute sind hier nett. Kommt auf den Server und siedelt hier. Siedelt. Siedelt. Rastet. Siedelt und rastet. Und mehret eure Dinos. Captain. Sisi. Ich habe die ganze Zeit Hunger. Ich weiß auch nicht, was los mit mir ist. Was ist los mit dir? Warte mal, aber wir haben noch hier noch... Wir haben noch hier ganz viel Steak. Ja, ich esse ja die ganze Zeit schon Steaks. Du hast einen hohen Grundumsatz. Vom Dodo schlachten. Achso, kann ich mal schippern? Klar. Hat auch mal Bock zu schippern. So. Oh nein! Mann vom Bord! Siehst du einen Wal? Nee. Das ist gut. Okay. Dann ja, ich setze direkt drüber und dann fahren wir, glaube ich, lieber am Strand lang, ne? Ja. Boah, sieht das tief aus. So viele Walsichtungen. Es ist die Straße von Gibraltra. Gibraltra? Das Walmuda-Dreieck. Der Waleskanal. Da hinten ist auch die eine Höhle. Die lilane sieht man da rechts. Genau, da ist die Aberration-Höhle. Mhm. Auch sehr interessant. Da sind Möwen. Wir hassen euch. Geht weg. Wir können euch nicht leiden. Ihr klaut immer unseren Stuff. Oh, da war ein Hai. Wenn die Bohle ankam. Die Haie? Rechts ist ein Alpha-Raptor. Hm. Das wäre natürlich jetzt nice. Mhm. Aber auch riskant. So, ich würde sagen, hier sind wir an dem schönen Zwei-Wasserfallplatz. Hm. So, langsam anlegen. Anker. Los, Leinen fest, Segel runter. Ja, der Ulla, der hat ja unseren ganzen Loot zerstört, ne? Ich hatte ja fertige Holzfoundation, die hätte man jetzt hier einfach mal schnell setzen können. Hätte. Ich mache ein bisschen Gamma hoch. Habe ich da einen Raptor gehört? Nee. Der Raptor. Weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall auch eine Armbrust noch gefunden. Moment, ne? Ah! Dilo! Ich krieg's du nicht.
Noch einer. Oh, ich habe nur noch ein Drittel Leben. Hab ihn. Nice. Vorsicht, Pronto Attack. Oh Gott, nein, echt? Nein, Attack nicht, aber. Vorsicht, Kano Attack. Den schaff ich. Der war zu schnell. Achtung. Hey Bronto, kannst du nicht da oben mal den Kano wegmachen? Er zieht weiter. Todos. Kann okay. Man den Bronto, den Kano bolern? Nee, den kannst du nicht bolern. Langsamer Rückzug, falls er doch sich. Vorsicht, pass auf. Was denn? Ja, das ist den Bronto nicht hittest, der macht uns alle weg. Ja, aber den sehe ich ja. Na gut, wobei ich hätte den Bronto gerne. Aber meistens eigentlich immer durch verirrte Pfeile. Jetzt legt er uns hier so einen Riesenhaufen vor die Haustür. Das ist nicht sehr nett. Hast du gehört, Bronto? Nicht sehr nett. Nicht sehr nett. So, was können wir denn Neues lernen? Futterdruck und sowas kommt später. Wir können jetzt endlich den Preserving finden. Werkbank und Schmelzofen. Die Metallwerkzeuge. Genau, bei den Ferngläsern, da muss ich nochmal gucken. Das ist ja auch ein bisschen special, das gucken wir uns noch an. Betäubungsfeil, das ist gut. Fallschirm ist gut. Schneeklamotten. Und wir sind bei der Stone Foundation, bei den Stone-Sachen angekommen. Das hört sich gut an. Oh ja. So, meine Punkte sind alle. Oh, oh Rex. Hallo. Nee, Rex. Oh. Er hat den dicken Bronto-Braten auf dem Kieker. Oh Mist, das war ein Deck. Geht zum Bronto. Und vorne ist ein Kano. Oh, er hat sich zum Glück umorientiert. Dass ausgerechnet dann so ein Speicherlag kommt, ne? Oh, da, Kampf der Giganten. Können wir hoffen, dass er es schafft. Kann man nur hoffen, dass der Rex richtig ein richtiges niedriges Level hat. Aber normalerweise schaffen die Rexe das immer. Tididi. Ich würde gerne Holz-Foundation bauen. Fasern, Holz und Stroh brauche ich. Ich glaube, der Bronto schafft es nicht. Nee, das ist meistens so. Und dann kommt er zu uns. Oh, das... Oh, cheat, cheat, cheat. Da ist ein Alpha-Raptor und ein Kano. Und mir ist richtig kalt. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Ich muss auf jeden Fall irgendwo ein Feuer herkriegen. Der Rex geht woanders hin, das ist meine Chance. Ja, geht zu mir. Ich bin zwar meilenweit weg, aber... Sag's mir Bescheid, falls er umdreht. Marek? Ja, sorry. Oh, geh weg! Terrorbird hier. Entschuldigung.
Ja, killt den Terrorbird, der mich jagen wollte. Praktisch. Bola sei Dank. Okay, wir brauchen Fasern. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein zweites Feuer. Sonst machen wir das nicht lange. Oh oh, er kommt wieder. Das habe ich gehört. Oh shit. Und ich... Terrorbird! Terrorbird! Level 100. Ist da auch noch, direkt rechts neben unserem Floß. Oh oh. Kann man da auch random irgendwo spawnen? Da. Ich nehme das Bett. Da ist der Terrorbird. Hallo Marek, ich komme mal zu dir. Tja, also der Terrorbird lebt da auf jeden Fall noch. Hast du noch einen Bogen? Habe ich gar nicht gehabt. Nee, nee. Leider nicht. Wo ist denn der Rex abgeblieben eigentlich? Der Rex ist wieder abgehauen. Das ist auch genial, ne? Man weiß dann manchmal überhaupt nicht, wo die auf einmal hin sind. Da hinten ist er. Dürfte aber weit genug weg sein. Ja, aber das meine ich, das ändert sich aber halt auch total schnell. Und auf einmal sind die dann wieder da. Bist du unten am Floß? Ja, ne? Mhm. Hast du eine Bola? Jo. Nice. Ripp, du Vogel, du. So, das war meine Rache. Nee, nee. Einmal will man seine Ruhe haben. Ich finde das ganz gut. Hey, komm, ist wenigstens ein bisschen aufregender. Manchmal kann man zwar nicht wirklich was tun, also dann stirbt man halt, aber wenigstens ein bisschen spannend. So, und es wird ein bisschen wärmer. So, wichtig. Olas. Ich habe den Speer. Eigentlich bräuchte ich nur Pfeil und Bogen, dann könnte es fast losgehen. Also ein Bogen ist in der Box noch drin. Da sind noch Pfeile. Dankeschön. Wollen wir hochlaufen oder wollen wir mit Tieren hoch? Also ein Tragetier wäre schon ganz nice. Immer so ein paar oder so würde schon reichen. Da ist der Rex, lauf. Oder fahr. Sag ich doch. Da hinten dürfte der. Der frisst Alpha jetzt nicht sein. Unser Floß, oder? Nee, der frisst ein Schwein. Da hinten ist der Alpha. Ich würde hier oben, ehrlich gesagt, ein bisschen bergauf gehen. Mhm. Hier ist auch eine Höhle, ne? Leider, es ist auch sehr kalt wieder. Ich kann schon Ledersachen bauen. Ich habe ein Lederhemd an, aber es ist trotzdem noch kalt. Also ich glaube, wir müssen Feuer bauen. Na, ich mache dir die Ledersachen. Also Hemd habe ich, wie gesagt, schon. Mhm. Hast du zufälligerweise noch Steaks am Start? Ja.
Es hilft ein bisschen. So, hier sind Sachen. Ja, ich bin hier am Feuer. Die Sachen liegen schon hier. Ich hilf's nicht nochmal auf. Dankeschön. Wieso nicht? Sind die dir dann zu sandig? Ja, ich mag keinen Sand. Was auf dem Boden lag, ist dreckig und muss weggespült werden. Ja, geil. Ich freue mich über den Cowboy-Hut. Der ist schön. Vielen Dank für die Klamotten. Oder? Was ist denn das hier für eine Höhle? Sie ist schon bewohnt von einer Schildkröte. Von der alten weißen Schildkröte. Hier ist Metall drin ein bisschen. Mhm. Aber wenn man hier baut, wäre natürlich auch cool. Hier könnte man so schon so einen schönen Dino-Parkplatz drin machen, ne? Ich weiß nicht, ob man hier die Höhlen bebauen darf auf dem Server. Weil hier ist ja ansonsten, glaube ich, nichts weiter drin. Ich glaube nur Ressourcen, ne? Ja, ein bisschen Metall ist hier drin, ne? Werden wir mal nachgucken in den Regeln. Ich kann natürlich auch einmal ganz kurz im Chat fragen. Wäre das einfachste. So, ich frage einfach, darf man die Höhlen bebauen, wo nur ein paar Mats drin sind? Ich weiß, ich glaube, ich bin gerade davor, vor dem Chat. Ecke den. Deswegen lese ich das einfach vor. Ich schreibe da ja nicht viel. So. Cool. Jetzt geht's uns wieder ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Rex? Können wir wieder an unser Floß und dann kommen wir zu der Ruine. Aber eigentlich würde ich da unten, wie gesagt, auch gerne so ein paar Holz, ich mache jetzt ein paar Holzfoundation, hinsetzen. Ich meine, nicht, dass der Platz jetzt hier direkt weg wäre, aber was man hat, das hat man, ne? Hier ist so ein Lederhut, hast du den schon? Ja, den habe ich, der ist cool. Und die Stiefel? Nee, ich laufe die ganze Zeit barfuß. Ich mache so ein bisschen Abhärtungsprogramm. Na, hier liegen ja noch der Lederhut und die Stiefel. Achso, halt, Quatsch, habe ich doch schon. War der Lederhut hier nicht drunter? Ach, das war eine normale Skin. Normale Stoffkappe. Oder? Ja, aber da war eine Stoffkappe drunter. Ja. So. Die Ledermontur ist fertig. Nenn mich Crocodile Legs. Was ist denn da? Ich bin gerade in den Skill-Modus. Ovi-Raptor. Achso. Hat sich nach einem Ovi angehört. So. Ja, ich mache jetzt ein paar Foundations. Mhm. Also, ach so, hier ist jemand. So, eine Antwort kam jetzt noch nicht auf die Höhlenfrage. Aber wie gesagt, das kann man auch ansonsten nachgucken. Mir ist kalt. Oh, mir ist sehr kalt. Ja, auch. Ich glaube, wir brauchen noch ein Feuer. Kannst du noch eins bauen? Hier geht's, wenn du dich hier hinstellst. Aber es könnte besser sein. Weil man kann ja auch direkt hier eins bauen. So.
das. Nee, ist schon wirklich ziemlich kalt. Selbst wenn man hier quasi schon auf den Feuern draufsteht. Hast du noch Fleisch, was du reinhauen kannst? Ah, perfekt. So, mal schauen, was fehlt mir denn noch? Holz. Moment, ich bin gerade blind. Da. Dankeschön. So, Level 30 sind wir schon. Läuft. Du bist auch so irgendwie 30 rum, ne? Jo, 31. So. Ah, Dino-Gate. Ich habe nicht genug Punkte. Was solltest du denn lernen? Dino-Gate. Oh. Was macht hier Krawall? Wo ist ein Agentavis? Oh oh. Er fliegt weg oder kommt zurück. Die sind auch übel. Wann wird's denn Tag? Wie spät haben wir? Ein Blick auf die Uhr. Oh, 23 Uhr erst. Das dauert noch. Wollen wir mal schauen, ob wir zurück zum Floß kommen? Ob der Rex noch da ist? Ja. Nicht das gute Fleisch hier lassen. Ist es dunkel? Shit. Na, ich hab Agentavis Aggro. Nein! Wo bist du? Unten am Meer. Ich bin tot. Der macht mich platt. Der macht mich ganz schnell platt. Ich war auch noch minimal langsamer, weil ich zu viel Gepäck hatte. Aber ich hätte es auch schon nicht mehr geschafft, was rauszuschmeißen. Und jetzt heilt er sich von meinem Fleisch. Den konnte man auch nicht buhlen, ne? Nee. Dann kannst du nur diese neuen Netze nutzen für... Und schnell weg. Ja, müsste man ausprobieren, ne? Weiß nicht, ich weiß nicht, bis zu welcher Größe man netzen kann, aber es soll relativ viel gehen, ne? So. Gerät, warum das Vieh? Ja, na klar. Der ist angefüttert. Nee, genau, wir sind ja hier jetzt quasi zwischen den Wasserfällen. Das passte eigentlich. So.
Da ist Wasserfall Nummer 1. Da ist Wasserfall Nummer 2. Das passt auch hier ganz gut. Ich setze hier die Foundation hin. Oh nein! Ja, ich habe weggelockt in die Hülle rein. So, wo bin ich jetzt gespawnt? Das Bett war besetzt, ne? Hm. Na, hallo, mein Kleiner. Vielleicht bist du noch am Bett. Oh, was? Der greift mich an. Wieder auf einen Zug gewackelt kommt und einen angreift. Was denn? Der Hesperornis. Aber die sind nicht sehr aggressiv, aber es sieht trotzdem geil aus. Na, Freundchen? Entschuldigung, ich war abgelenkt. Alles gut. So. Holz und Stein. Ich würde sagen, sobald es hell wird, ziehen wir los, oder? Ja. Ich habe Lust, so langsam mal hier ein bisschen weiterzukommen. Den müssen wir eigentlich auch neu bauen. Leder und Stein. So, Leder haben wir, ganz viel. Bisschen Stein hole ich schnell. Vielleicht wäre mir eine Leiche. Mhm. Ja, ich stelle kurz einen Mortar auf, Preserving Bin, dass das Fleisch so ein bisschen hält. Ich meine, ja, wir haben jetzt noch nicht Massen an Prime, aber. Bisschen was. Marek, wo bist du? Ich bin gerade in der Höhle. Ich wollte mal kurz gucken, ob wir an ein bisschen Kristall rankommen hier. Ja, für ein Fernrohr, ne? Das wäre schon nice, ne? Das wäre echt cool. War da hinten nicht, wenn man reinkommt, so quasi ein bisschen links hinten durch, war da nicht Kristall? Ja, ich habe gerade. So, 20 muss reichen. Oh, das reicht. Ich glaube, man braucht nur 5, ne? Eigentlich sogar noch weniger. Ja, super. Der Agentav ist auch irgendwie verschwunden. Keine Ahnung, wo der hin ist.
versteckt sich vielleicht irgendwo in der... Ach, da ist er, in der Höhle noch. Da bleibst du auch drinnen, du Vogel. Der kommt da jetzt nie wieder raus. Obwohl die... So viel brauchen wir eigentlich gar nicht so. Alles, was jetzt hier irgendwie haltbar... die teile ich mal auf. Ihr wisst das, wegen dem... ja, wegen dem Rotten Meat. Können wir ja eigentlich auch schon mal so langsam anfangen zu produzieren. Ich hab auch was für dich. Was denn? Ja. Falls du irgendwo runterfällst. Hier. Dankeschön. So. Immer diese Platzprobleme. So, das hier muss ja noch alles rüber. Das muss alles rüber. Außer dich. Hab's dir hingeworfen. Dankeschön. Oh, nice. Endlich ein Fernrohr. Das ist schön. So, ich will endlich los. Komm, wollen wir einfach schon mal gehen? Es ist Nacht. Ich will los. Moment, ganz kurz. Wir könnten uns, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, ein Bett bauen und einfach so eine kleine Hütte bauen, ne? Ein Quadratmeter groß. Einfach eine Foundation, vier Wände, ein Dach und ein Bett. Das war irgendwo zwischendurch auch schnell spawnen können und nicht dann den ganzen Weg von hier unten bis da oben irgendwo. Mhm. Übrigens gerade wieder sehr schön aus. So. Okay, was baust du? Eine Fackel. Magst du das Bett machen? Ich mach gerade die Holzstrukturen. Dann können wir ja die Nacht über hier wenigstens gerade noch kurz was Sinnvolles machen. So, ein Bett ist ready. Mhm, nice. Ja, ich glaube, ich sollte eigentlich alles haben. Sehr gut. Also ich habe eine Foundation, ein Dach, eine Tür und eine Wand. Das reicht nicht. Ich brauche noch zwei. Ja, es waren gerade Speicherlecks wieder, ne? So. Das müsste doch schon reichen.
Okay, so. Oh nein. Was denn? Was fehlt noch? Nee, ach, nicht schlimm. Holz. Eine Wand fehlt noch. Aber ich will endlich los. Abenteuer erleben. Survival. Survival of the fastest. Ein Dinosaurier-Torbogen. So, kleines Dino-Gate ist auch am Start. Das ist sehr gut. Wir haben 2 Uhr. Komm, du Fackel, ich Bola. Mhm. Auf geht's. No risk, no fun. Wo geht's denn hier hoch? Hm? Wo geht's denn hier hoch? Wo bist du denn jetzt? Irgendwie hat's gerade geleckt oder irgendwas. Und ich glaube, einfach nur irgendwie da hoch. Ach so. Also, die Ruine war mehr oder weniger einfach straight. Dann gab es links von uns. Oh, es ist hier eine Steigung. Moment. Warten. Okay. Schön hier. Ja, ich weiß ja noch mal gar nicht, wo man bauen soll, ne? Weil das alles so schön aussieht. Guck mal, hier könnte man auch so mega schön bauen. Hm. Auch mit diesem See hier. Also da ist ein Agentaris, der kommt relativ auf uns zu. Wenn wir wüssten, wie wir auf der anderen Seite rauskommen, dann könnten wir ihn an den Brontos abstreifen. Auf der Seite hier kommt man gar nicht hoch, ne? Nee, sieht ganz schlecht aus. Da müssten wir, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal rüber. Oh, da ist er. Ich bin eh reingefallen. Keine Ahnung. Vorsicht, ganz rechts halten. Keine Piranhas, sie haben Glück. Hier kommt man zum Glück auch aus dem Wasser. Ah, kommen wir hier raus. Los, ich mache eine Räuberleiter, spring hoch. Danke. Jetzt musst du mich nur leider hochziehen irgendwie. Ich schaff's dich, geh ohne mich. Nein, Moment. Hier, komm. Ich helf dir nochmal hoch. Und ich raste da einfach aus und springe so. Ich spring da so mit einem Sprung hoch. Das ist auch voll gut. Los, ich helfe dir hoch und ich raste dann einfach aus. Wie bist du denn jetzt da hochgekommen, sag ich mal? Ich bin ausgerastet. Das merkt man gar nicht. Du bist so der stille Ausraster, ne? So nur so... Der stille Ausraster. Hier geht's nicht weiter hoch. Und dann ausrasten. Warum kommst du denn da hoch und ich nicht? Das kann doch nicht sein. Da bin ich gegen den Felsen gesprungen. Deswegen bin ich da nicht hochgekommen. Ich muss doch hier hochkommen, wenn er da hochkommt. Wieso muss ich doch da auch hochkommen? Ich verstehe das nicht. Alter, ich verstehe das nicht. Wie kommst du da hoch? Ich will das jetzt sehen. Das war einfach nur... Das war... Du musst dir... Ja, ich treff's irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Du musst hier mehr oder weniger weißt so... Weißt du, bei dir ist es so, du krallst dich mit deinen Zehen fest, wenn du da irgendwo landest. Hier musst du so rauf und dann kannst du weiter. Aber ich spring da halt immer...
dran vorbei irgendwie. Da. Jetzt. Was ist denn das? Du musst sprinten und dabei. Ja, ich sprinte doch. Leute, tut mir leid, aber ich... Das, ich brauche hier eine Lampe. Ganz ehrlich, nein, scheiß drauf. Ich gehe rum. Ah, dieses Springen, ne? Also man kann auch hier auch einfach rumgehen. Man muss gar nicht so gut springen können. Man kann auch hier einfach rumgehen, so. Wie viel Movement Speed hast du? 100. Es könnte halt sein, weil ich habe 116. Vielleicht wird es dadurch wirklich einfach schwieriger. Könnte das sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also weißt du, dass man dann halt so schnell ist, wenn man sprintet? Mhm. Da drüben baut jemand Öl ab. Oh Gott, ich bin erschrocken. Oh, ich bin erschrocken. Oh, ich bin so verjagt. Oh, wir haben das Bett noch nicht aufgestellt. Marek, lebst du noch? Noch? Oh boy. Ich hab... Du kannst den Bowler, ne? Sabertooth. Das ging so schnell... Hier hat man wenigstens wirklich noch ein bisschen Survival auf dem Server. Agentaris. Oh, ich glaube, ich mache mir einfach mal eine Fackel. Ist natürlich auch so dunkel. Der kam echt als nächstes Saber, ey. Ja, klar. Also, man sieht es ja halt, wenn es dunkel ist, nicht, ne? Das ist natürlich schon ein bisschen risky, nachts so durchs Gebüsch zu streifen. Hinter jedem Busch könnte dann was lauern. Der war ja 140, also der war ja fast Endlevel. Den hätten wir halt nur bullern und weglaufen können einfach. Oh, jetzt wird's aber ein bisschen, ich glaube, jetzt wird's hell. Ja, um 3 Uhr. Man sieht es schon, das ist jetzt so langsam. Nein. Agentur ist Akku. Hier, frisst diese Schildkröte und nicht mich. Nee, 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 komm her. Ich will da... Ich muss jetzt zum Floß. Ich habe hier nicht ewig Zeit. Was denn? Erst kriegst du... Was ist denn jetzt los hier? Erst so, dann so. Ich sehe den Saber, der lauert. Der lauert? Campt er meine Leiche? Nee, mein, ich bin runtergejumpt und der ist mir daher gejumpt und jetzt lauert er da. Oh nein, er lauert. Tja. Ich muss erstmal irgendwie hochheilen. Holz und Stein. So langsam kriege ich eine Frisur. Meine Haare wachsen. Jo, Saber, hau ab. Jo, alter Saber. Hau mal ab. Na, jetzt hat er Aggro auf mich. Ja, folg mir, folg mir. Und tschüss. Wo ist er? Er ist im Wasserfall runtergefallen.
Wahrscheinlich kommt er gleich hier unten am Meer rausgeschwommen. Ich höre ich nur so ein. Ich glaube, das ist der andere Wasserfall. Also. Ich wärme mich noch mal kurz ein bisschen auf. Esse ein, zwei Steaks und dann geht's los. Dann muss ich mir mein Zeug wiederholen. Es sei denn, du gehst an meine Leiche und stellst mir da oben das Bett auf. Kann ich machen. Dann könnte ich auch einfach... Ich probiere es einfach mal. Ich guck mal, ob ich schnell hochkomme. So, mal gucken. Kann sein, dass ich auch gleich wieder da bin. Guck mal. Mhm. Ich sehe dich schon. Ach, nice. Ich hab's auch geschafft, ganz allein. So, jetzt hier ums Eck. Und hier ist dann das Saber-Versteck. Agent Harvis. Er hat Aggro auf dich. Ich kann dir gerade nicht helfen, ich habe keine. Lauf weg, lauf. Hier unten sind Brontos. Streif ihn ab. Wir müssen nur schnell gucken, dass wir... Hier. Das ist auch ein totes Krokodil. Vielleicht mag er das. Ich gehe wieder hoch. Shit. Ich hab die Aggro. Ja. Nimm dieses Krokodil. Er nimmt es. Ja, check. Ja, alles gut. Kannst mir später danken. Danke. Fürchte, ich muss da rein, was? Ich glaube, wir können schon mal zwei... Da war ein Piranha. Ich brauche ein Bett. Ich höre ihn. Ah! Ich warte auf das Bett. Bett steht. Auf der Karte sieht man auch die Ruine. Dankeschön. Ah, da sind sie. Hier ist auch ein kleiner grüner Goldfisch. Ein kleiner Grünfisch. Hier, stopp mal kurz meine Fackel, mein Speer. Dann fackel ich ein bisschen und spiele Köder. Hier, kommt. Und ich mache Fischspießen. Kommt. Wo sind sie denn jetzt? Ich sehe nichts mehr. Da. Hier. Komm her, du miese kleine Ratte. Komm her, wo bist du? Da.
Oh, scheiße. Der ist wendig wie ein Aal. Oh Gott. Ich hab ihn. Nice. Ja, aber ich bin auch fast tot. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe wieder. Wegen Kälte und Gebrochenen. Hm? Ja, bei mir ist auch kalt. Das ist halt immer das Blöde, wenn kein Feuer an ist. Deswegen baue ich auch immer so gerne Feuer hin. Dann kannst du auch Steaks essen, aber... Das hilft dir nicht wirklich. Du brauchst Wärme und einen vollen Magen. Erst dann geht's dir gut. Warum bekomme ich auf einmal Lust, Steak zu essen und am Lagerfeuer zu sitzen? Weiß auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin voll das Spieleopfer. Also immer, wenn es im Spiel irgendwas gibt, dann bekomme ich da meistens irgendwie Appetit oder Lust oder Hunger drauf. Beim Fernsehen habe ich das gar nicht. Gar nicht so. Also da ist irgendwie nicht. Aber ja. Beim Computerspiel? Dankeschön. Wenn ich Bären ernte, dann kriege ich Lust auf Bären. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Fisch hier ins Feuer haue. Also ich, ganz schlimm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, wo ist deine Leiche? Weit weg da hinten? Ich hole die... Ja, also... Was ist das schon wieder? Normaler Fisch, ne? Genau die Richtung, die du guckst, aber ich kann auch gleich. Ich glaube, so lange brauche ich nicht mehr. Ja, du wirst den grün haben. Oh nein! Der kleine Grüne. Ich mochte den. Ich habe eh nichts zum Abbauen oder irgendwas. Aber der war mir sympathisch. Was kannst du essen? Der kleine Grünling. Oh ja, dann ist er für immer bei mir. Ich glaube, ich riskiere es mal. Oh, jetzt sieht man auch ein bisschen was. Ja, das sieht gut aus. Ich bin schön. Da schleppt da ein Riesenfisch raus. Das ist ein dicker Fang. Boah, das ist aber echt... Also besonders hübsch ist er ja irgendwie nicht, ne? Aber schmackhaft. Frischer Fisch kommt auf den Tisch. Hallo? Hallo. Kann ich den Speer wieder haben, bitte? Aber den hatte ich doch von Anfang an. Du hattest mir den doch damals geschenkt. Ich habe dir nur einen extra gegeben, du hast doch deinen Zeug wieder. Na gut. So, ich schmeiß mir alles mal wieder hier rein. Das passt so. Okay, dann gehen wir weiter, ne? Ja. Nehmen wir das allen einfach mit hier, das ist die Feuer. Ja. Dann können wir die schnell aufstellen. Oh ja, es ist schön, wir sehen was. Also ich würde auf jeden Fall noch gerne eigentlich bei der Ruine ankommen. Mhm. Du schwimmst gerade schon über, da bist du denn? Achso, nee, ich bin zurückgegangen. Also sozusagen an der Felskante lang. Ich wollte mal gucken, ob man hier irgendwie hochkommt. Sieht aber schlecht aus, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, wir müssen beim See irgendwo vielleicht, da kommen wir vielleicht hoch. Auf der Map sah es zumindest ein bisschen so aus. War das hier nicht sogar die Posi in der Nähe, wo wir auch ganz am Anfang gebaut hatten, auf dem ersten Server? War noch ein Stückchen, ja doch, jetzt am Strand runter. Aber wenn du auf der Map guckst, dann
Na, eigentlich müssen wir eher runter wieder und dann hoch, ne? Wenn das stimmt. Wenn man das so übernehmen kann. Aber hier sieht's schlecht aus, mit weiter nach oben kommen. Oh, oh. Ja. Hier war auch dieses Land der Flügelraptoren, ne? Da hinten ist ein Alpha-Kano. Ja, das war hier, wo wir gebaut haben. Mhm, auf jeden Fall. Na gut, die kann man ja bohlen, das wäre nicht so das Problem. Aber wie kommen wir? Wir müssen halt irgendwie da hoch. Hm. Naja, ich sag mal so, wir haben Fallschirme, ne? Damit können wir nicht hochfliegen. Nee. Aber wenn wir da auf der anderen Seite nur hochlaufen können, wir könnten quasi hier übersetzen. Wir würden zur Not vom Kanu wegkommen, wenn wir da runterspringen. Mhm. Und auf der anderen Seite dann wieder hochlaufen irgendwo. Können wir machen. Also zumindest würde mir jetzt gerade nichts... Oh, Entschuldigung. Autsch. Das war keine Absicht, ich bin gerade wieder... Ich hab die Musik wieder angemacht und... musst du dann hier in meinen Bildschirm klicken und dann rennst du da gerade aus Versehen gerade vorbei. Komm mit! Nicht lang. Schnacken, einfach anpacken. Wir probieren es einfach. Ja, ich weiß. Kannst du uns nicht in den Beutel packen und dann da einmal hochspringen? Das wäre ganz praktisch. Ich glaube, es ist ganz schön schleimig im Beutel. Geil, Hauptsache wir kommen da hoch. Man muss manchmal Abstriche machen. Warte mal. Ja, okay. Also der Alpha ist, glaube ich, da gerade schon... Kommen wir überhaupt hier lang? Ich glaube, wir müssen runter. Hallo? Hallo, der Kano kommt... Ist dir fast auf den Fallschirm raufgesprungen. Hallo, du bist ganz weit weg. Ja. Ich bin so mehr an der Steinwand lang irgendwie. Ja, ich sehe dich aber. Okay. Da kommt es in Base. Da ist ein kleines Treeze. Wer baut denn hier? Wer wohnt denn hier? Die Ahnungslosen. Ah! Der war auf jeden Fall im Chat vorhin aktiv. Ja, das stimmt. Wie kommen wir denn jemals da hoch? Ich glaube, wir holen uns jetzt erstmal ein Para. Hier leckt das aber auf einmal, ne? Bei mir? Bei dir nicht? Nee. Bei mir schon. Ich guck mal gerade, ob irgendwas... Ob mein Rechner gerade irgendwas macht. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Okay, vielleicht hat einfach mein Rechner ganz kurz was gemacht. Kann ja sein. Hier ist ein Para. Ja, dann... Ein kleiner Para. Steinschleudern war es mal, oder? Ja. Hast du eine? Nö. Ja, hast du eine? Nö. Willst du noch eine? Soll ich dir eine bauen? Ich habe eine, danke. Okay. Bau noch ein paar Steine. Ja, ich auch. Ich habe auch keine. Hallo, kleiner Para. Willst du mit uns auf die Reise? Es könnte sein, dass du stirbst. Hauptgalli.
Okay, dann machen wir mal, wa? Ich spoiler ihn. Achso, ja, okay. Go. Ich finde das mit Steinschleudern irgendwie so. Ich weiß auch nicht. So bohlern und dann die ganze Zeit gegen den Kopf schießen. Vorsicht. Was denn? Er sieht schon ziemlich kaputt aus. Naja, was sollen wir machen? Machen wir Body. Kipp doch um. Der hat weniger Leben als Torpor. Den wollen wir nicht, den wollen wir gar nicht mitnehmen. Da war noch ein anderer und da oben ist auch noch einer. Ich glaube allerdings, ich brauche neue Steine, beziehungsweise muss mir das mal reparieren hier. Der ist 150 sogar hier. Der könnte klappen. Okay, den nehmen wir. Ich mache mir noch mal ganz kurz ein paar Steine, okay? Mhm. Okay. Ich muss gerade weglaufen von einem Agentavis. Ist der das, der auch im Fluchtmodus ist? Ich weiß nicht, ich habe gerade andere Sorgen. Ja, das ist er. Ja, bin tot. Kannst du ein Bett bauen? Ja, das möchte ich. Ich muss aber gerade erstmal ein bisschen Ballast abwerfen irgendwie. Weil ich muss schauen, dass ich an... auf jeden Fall an deinen Stuff rankomme, wegen dem Bett. Ich habe mein Bett innen drin mehr. Ich habe das eine noch da stehen gelassen. Achso, muss ich neu bauen. Okay, dann... muss mal gerade gucken, ob ich... was fehlt mir denn? Fasern und Holz fehlt mir nur. Okay, das sollte ja nicht so... Bed in progress. Da ist der böse Vogel. Okay, Bett steht. Danke. Oh, Karottensamen. Wo ist der Vogel? Der alte Geier. Hier ist ein 55er. Wo ist denn der 150er gelandet? Wahrscheinlich irgendwo da hinten. Para, wo bist du? Oh je. Kann auch sein, dass er irgendwie bis zum Horizont gerannt ist. Was brauche ich denn für die Bolas? Sehe ich denn? Da oben ist die Ruine, wo wir hinwollen. Direkt über uns da hoch. Aber ob wir da hochkommen? Oh Mann. Weißt du was? Ich frag mal,
Nee, ich glaube, die sind auch neu hier auf dem Server. Ob wir da überhaupt mit Landtieren hochkommen? Ja, irgendwo bestimmt, ne? Aber man müsste eventuell noch ein bisschen weiter. Die Frage ist nur, wo? Ja, okay, so. Wo ist denn hier ein gutes Reittier? Du bist so langsam. Da ist ein Alpha-Raptor. Die kann man nicht so gut reiten. Die sind so crazy. Ja, wir könnten uns auch Gullies ziehen. Das wäre halt auch geil. Dann wären wir echt schnell. Wenn wir Gullies hätten, wären wir echt schnell. Du bist der 55er. Der eine Gallier, da ist da hinten. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Das wird hier schon wieder ein bisschen eng. Wir sind umkreist von Vögeln und dem Raptor. Müssen wir einen Vogel, müssen wir einen Vogel nicht wegkriegen? Der ist nur der 25. Hier ist ein Galli. Komm von dem Vogel weg. Vorsicht, Raptor! Saber. Ich hab nicht getroffen. Ich hab ihn. 85. Sehr gut. Hab ich dich einmal getroffen, oder? Ich weiß nicht, mir geht's gut, alles schick. Okay. Da hinten ist der Alpha. Ich wollte mir gerade das Level von dem Argentavis angucken. Der ist da, wo ist der denn jetzt auf einmal hin? Oben. Okay, komm, wir schnappen uns hier den Galli. Komm. Den kann man nicht bowlern. Okay, dann. Oh nein, tschüss. Weg ist er. Na, vielleicht sollten wir den Argentavis da oben wegmachen, bevor uns nervt. Der ist nur Level 25. Können wir machen. Ich könnte vielleicht noch ein paar mehr. Ich mache mir noch mal ein paar mehr Pfeile. So ein paar Lebenspunkte mehr kann auf jeden Fall aktuell auch nicht schaden. Der Adler ist gelandet. Okay, das ist unsere Chance. Feuer. Easy. Gutes rohes Filet. So. Da ist noch ein Argentavis Level 25. Vielleicht kann man da durchgehen, da oben, wo die Brontos sind. Wollen wir den anderen Argentavis hier auch noch wegmachen? Ja. Wobei, an dem könnten wir auch vorbeilaufen. Je weniger Argentaven, umso besser. Das stimmt allerdings. Hier sind eine Menge Argentaven. Vorsichtig, dass er zwei Pullen eventuell. Das andere ist ein 50er. Komm, wir gehen links vorbei. Ich habe noch eine Bola. Wie sieht das bei dir aus? Ich habe drei.
Okay, sonst muss ich mir noch mal welche machen. Hm. Unterwegs. Das Bett steht ja zum Glück. Ja. So, da kommt ein Agentavis runter. Level 25. Wir können aber auch hier vorbei, denke ich. Nee, komm. Aber guck mal hier im Rand links. Wir müssen aber wieder rechts lang, oder? Um hochzukommen. Ich bin gleich da. Ich kann mal kurz gucken. Also hier oben ist ein Wasserfall und ja, man kommt nicht weiter. Bekriegst du den schon? Nee, ne? Nee. Ja, ich kann sein, vielleicht kommen wir da weiter, ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt schnell vorbei, oder? Ja. Ich hätte unten noch mal was trinken sollen. Gerade am Fluss. Nein. Nasch gleich ein paar Bärchen. Hier sieht's ganz gut aus. Moment, lass uns mal Stamina kurz tanken. Mhm. Falls wir gleich rennen müssen. Ah, das sieht gut aus. Ja, das bringt halt fast gar nichts, ne? Hm. Die Bärchen. Ich lauf mal weiter. Warek, wir haben es geschafft. Wir haben den Berg bezwungen. Na, 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 na. Oh, Geflügelraptor. Gebolert. Klau mir sein Leder. Für neue Boulders. So. Ich kann genau bauen. Eine. Oh, Stroh. Hier läuft schon. Oh, da ist Action rechts von uns. Achtung. Da ist ein Tech-Raptor. Der kommt. Habe ihn gebodert. Rip. Ihr versperrt uns nicht den Weg auf die Bergspitze. Du Stück Altmetall. Ich brauche was zu trinken. Warum haben wir uns eigentlich keine Wasserschläuche gemacht und haben die mitgenommen? Oh, da oben hat Schwimmer gebaut. Hat? Oh! Ja. Hallo! Oh ja. Aber das Design ist ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also so auf der Castle-Ding mit Plattform. Aber bauen ist ja Geschmackssache. Okay, das wollten wir eigentlich wissen. Jetzt können wir getrost wieder runtergehen. Vorsicht, Agentavis. Ja. Jagt er dich, oder? Ja. Ich brauche Hilfe. Oh nein, ich bin tot. Ein 150er. Oh. Okay. Was meinst du? Wollen wir da unten an den Wasserfällen bauen? Ah, ich würde sagen, schon. Ich meine, da sah es ganz schön aus. Wir sind schnell bei der Vulkaninsel. Wir haben direkt die Aberration-Höhle neben uns. Wir haben da einiges, was wir machen können. Redwood ist auch jetzt nicht so weit für eine kleine Thylazucht.
Ich meine, es gibt noch weitere Ruinen, sieht man ja auch auf der Map. Einmal bei 7030 und bei 7010 könnten wir auch nochmal auschecken, eventuell aber dann mit Landtieren. Und ich würde sagen, bei den beiden Wasserfällen machen wir uns erstmal eine kleine Base und dann läuft das. Kann man noch weiter gucken. Wir können Tiere zählen und so weiter, ja. Genau. Ja, diese Folge ist hier zu Ende. Nächstes Mal geht es dann einfach bei den beiden Wasserfällen weiter. Und ich würde sagen, bis dahin mach's gut. Lasst mir doch ein Like da und wir sehen uns. Hau rein. Tschüss. Ciao.